Frank von Android Next auf dem MWC 2014, immer noch auf der Pressekonferenz von Huawei. Und wir haben hier ein ganz besonders interessantes Gerät. Huawei hat das MediaPad X1 vorgestellt. Zunächst mal X1 7.0 heißt das Gerät mit vollem Namen. Das impliziert natürlich, dass da noch eine andere Größe kommen wird mindestens. Aber bis jetzt haben wir hier nur diese 7 Zoll Größe. Und ja, was sofort ins Auge fällt, ist, dass das Display im Verhältnis zur Gesamtfront sehr, sehr groß ist. Also das Display selbst ist ein Full-HD-fähiges Display, 1920x1200. Und ja, diese Ränder hier zum Beispiel an der Seite sind sehr, sehr dünn, unter 3 mm. Das ist bei Huawei möglich, weil sie dafür extra neue Fertigungstechniken entwickelt haben. Und ja, das Gerät soll gleichzeitig als Tablet, als sehr schmales, kleines Tablet verwendbar sein, als auch als Smartphone. Hier oben seht ihr, da ist auch ein Lautsprechergrill. Das heißt, man kann das Gerät auch ganz normal als Telefon verwenden. Und ja, also sehr interessantes Gerät und es ist vor allem auch sehr, sehr dünn. 7,2 mm sind das nur. Und ja, also das Verhältnis von Display zur Gesamtfront beträgt 80%. Das Display ist ein LTPS-Display. Das bedeutet, das soll 20-30% weniger Energie bei der gleichen Helligkeit verbrauchen als andere Displays ähnlicher Machart. Und es ist auch sehr hell, also 515 Nit Maximalhelligkeit. Also sollte auch im Freien gut ablesbar sein. Ja, Thema im Freien, man kann das Ganze auch unterwegs verwenden. Das Gerät unterstützt LTE Cat 4, das heißt, Downloadraten bis 150 Megabit pro Sekunde und ich gehe mal ein bisschen in die Einstellung. Ja, hier ist jetzt noch Android. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Jetzt sind hier einfach die Software-Buttons weg. Ah, man kann die von unten so reinwischen. Interessante Funktion. Ja, Android 4.2.2 ist noch vorinstalliert, sollte eigentlich bis zum Release dann auch noch 4.3 oder 4.4 werden. 2 GB RAM sind drin, 16 GB oder 32 GB interner Speicher, der auch erweitert werden kann per MicroSD-Karte. Und was ich wirklich super finde, ist, dass hier ein 5000 mAh Akku drin ist. Das heißt, wenn man das Gerät so normal benutzt, also nicht so viel das Display anhat, also, sondern das einfach zwischendurch auch immer als Smartphone mit dabei hat, da kann man angeblich bis zu 5 Tage damit über die Runden kommen. Super Sache. Aber auch was die Kameras angeht, hat sich Huawei sehr ins Zeug gelegt. Da hinten ist eine 13-Megapixel-Kamera mit Sony Exmor RS BSI-Sensor drin. Die Frontkamera löst mit 5 Megapixel auf, ist auch so eine Wide-Angled-Lens. Das heißt, man kann da schöne Selfies nicht nur von sich selbst, sondern auch von seinen Kumpels aufnehmen. Und ja, also super interessantes Gerät. Ach so, habe ich noch gar nicht erwähnt, drin steckt ein Quad-Core-Prozessor, der Hisense Kirin 910 mit 1,6 oder 1,8 GHz. Da wurde sich noch ein bisschen ausgeschwiegen darüber, wie hoch der Takt da wirklich ist. So, ja, eine Funktion, die noch drin ist, ist Reverse Charging. Das heißt, man kann auch andere Geräte daran einfach anschließen und das Ganze als Akku-Pack verwenden. Auch eine prima Funktion. Und vor allem toll ist auch, dass das Gerät nicht so teuer ist, wie man vielleicht vermuten mag. 400 Euro UVP wurde hier angesagt, also spannende Sache, tolles Gerät. Ich zeige es nochmal von allen Seiten hier. Ja, auch schicke Buttons. Das hier an der Seite ist Alu, das hinten ist auch Alu. Hier, das muss natürlich Plastik sein, wegen der im Gerät verbauten Antennen. Jo, hier oben ist noch die Lautsprecherbuchse und Headset und Mikro-USB-Port. Also, das ist das MediaPad X1 von Huawei. Ich bin Frank von Android Next auf dem MWC 2014. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video.